Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Review von Phil Filler. Heute soll es um die Schreibtinte Alt-Goldgrün von Rohrer und Klingner gehen. Was die Tinte alles so kann, zeige ich euch gleich im Review. Also, bleibt dran! Den heutigen Test führe ich auf Rhodia-Papier durch, auf normalen Kopierpapier, auf Tomoe River-Papier, auf Oxford Optic Paper und auf Papier von Leuchtturm. Also, legen wir los. Getestet wird mit Füllern von Caveco und von Online. Die Online-Füller kann ich gleich vorausschicken. Die sind sehr fließfreudig, also da kommt viel Tinte raus. Bei den Caveco Sport Classic, da kommt zum Beispiel bei der Feinfeder nicht so viel Tinte raus. Aber wie verhält sich das Ganze dann mit der Tinte? Wir sehen es gleich im Review. Das Tolle hier bei den Rohr- und Klingner Gläsern ist, dass man hier oben ein Erker Rapid Inlay einsetzen kann. So sieht das Ganze hier aus. Da seht ihr hier, dass hier oben ein Tintenreservoir ist. Das sieht man auch hier. Das heißt, wenn man das Tintenglas jetzt zuschraubt und kippt, dann läuft die Tinte hier oben in das Reservoir rein. Und hier oben habe ich dann immer einen guten Füllstand, wo ich dann den Füller eintauchen kann und mir dann aufziehen kann. So muss ich dann nicht komplett mit dem Füller in das Glas hinein, sondern kann mir das hier aus dem Inlay rausziehen, die Tinte. Und so sauge ich mir zum Beispiel die Finger und den Füller nicht ein und brauche den Füller dann quasi nur die Spitze nochmal abwischen mit dem Tempo und dann geht es weiter. Die Erker Rapids liegen nicht dabei, die müssen nochmal extra gekauft werden. Ich glaube, da kosten... Wie waren da drin? 3 Stück, 4 Stück, 6 Euro haben die, glaube ich, gekostet. So, wir haben hier ein Alt Goldgrün von Rohrer und Klingner. Als Papier habe ich hier Rhodia 80 Gramm. Ui, was ist denn jetzt los? Pro Quadratmeter. Muss ich nochmal abwischen. Ich beginne jetzt hier mit der extra fein von Online. Und gehe über in die Fein von Caveco. Das ist hier ein Caveco Sport Classic. Als nächstes folgt dann hier die Medium von Online. Und kommen dann zu einer Broad, also einer breiten Feder von Caveco. Dies geht dann über in eine 0,8 Stub-Feder von Online. Und hier sieht man schon, dass je saftiger die Feder schreibt, umso ein schöneres Shading bekomme ich hin. Hier zum Beispiel die Caveco Fein, die hat einen, ja, er würde mal sagen, eher geringeren Tintenfluss. Und da kriegt man jetzt schon, sieht man schon kaum Shading hin. Hier das, die breite Caveco, die fließt auch sehr gut, wie die Online, also die Online-Federn hier, die fließen alle sehr gut. Da sieht man dann schon, dass man hier schon ein leichtes Shading hat. Das sehen wir aber gleich bei den anderen Papiervergleich ein bisschen eindeutiger. Hier habe ich ein Pilot Parallel Pen.
Damit möchte ich jetzt hier so einen Strich ziehen. Da will ich euch mit zeigen, mit den Tintendurchgängen. Wenn man jetzt hier nochmal mehrere Tintendurchgänge hat, wie sich die Tinte verändert mit den Tintendurchgängen. Also jetzt habe ich erstmal einen Strich mit 1 gemacht, dann, wenn das getrocknet ist, kommen 2, dann 3 Durchgänge. Dann seht ihr, wie sich das Ganze verändert. Jetzt möchte ich euch hier so einen leichten Swap liefern. Dafür mache ich das Tintenfass jetzt hier mal voll. Und verteile die Tinte hier mit so einem kleinen Spachtel. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze getrocknet aussieht. Zwischenzeitlich möchte ich euch hier das Ergebnis von dem Leuchtturmpapier vorstellen. Da sieht man hier also das Leuchtturmpapier, das ist, ich würde eher sagen, so ein cremefarben. Also das ist nicht rein weiß, hat so ein, ja, so leicht cremefarben ist es. Da sieht man dann hier auch ein richtig schönes Shading der goldgrünen Farbe. Also mir gefällt das richtig gut, dass man hier so eine schöne Schattierung hat. Also da, wo mehr Tinte aufgetragen wird, da wird es dunkler. Und da, wo weniger Tinte verblieben ist, ist halt ein bisschen heller. Und hier sieht man dann auch wieder, dass hier die Fein dann hier weniger Tinte aufgetragen hat und dass hier das Goldgrün dann heller wird. Und da, wie zum Beispiel die Online, die schreiben ein bisschen, ja, die haben halt einen größeren Tintenfluss. Da sieht man dann auch wieder, dass hier, boah, dann, wo es hier richtig schön satt ist und also hier die Medium anscheinend hat durchgängigen Tintenfluss gehabt. Da sieht man dann hier nur so ein leichtes Shading. Aber hier bei der Stub sieht man auch wieder richtig schön, dass dann hier da ein schönes Shading entsteht. Und hier habe ich dann zum Beispiel auch die 3 Tintendurchgänge gemacht. Und da sieht man dann hier auch, je mehr Tinte aufgetragen wird, also hier zum Beispiel beim dritten Durchgang, da sieht man ganz klar, dass die Tinte dunkler wird. Gegenüber hier vom ersten Durchgang. Hier am Papier sieht man dann auch wieder, ja, wie schön das dann schattiert. Also hier vom hellen ins dunkelgrüne, ja, man kann sagen gelbstichige. Also hier, das ist dann wahrscheinlich der goldene Anteile von der Farbe. So gefällt mir richtig gut. Ein Durchschein gibt es hier, also ein Ghosting. Also man sieht auf der Rückseite, sieht man die Vorderseite, aber das ist, denke ich, dem Leuchtturmpapier geschuldet. Also das sind auch 80 Gramm pro Quadratmeter. Und hier, wo richtig viel Tinte aufgetragen worden ist, da ist natürlich, da drückt es dann durch. Aber naja, das hat man beim normalen Schreiben nicht. Da sieht man dann hier, dass es bloß durchscheint, aber das ist halt das Papier von Leuchtturm. Da scheint es halt immer durch. Als nächstes kommen wir hier zu den Tomoe River Papier. Da sieht man dann, also das sind 68 Gramm pro Quadratmeter. Da sieht man dann auch wieder hier eine richtig schöne Schattierung. Hier, da sieht man dann da auch wieder, wo mehr Farbe aufgetragen worden ist. Dass da, ja, sieht man, ist wieder dunkler geworden. Also es hat hier eine richtig schöne Schattierung, was man aber auch schon bei dem Leuchtturmpapier gesehen hat. Und da wieder hier bei der Fein Caveco Sport Classic Feder, da sieht man wieder selbst, aber gut, das ist Tomoe River Papier, das dauert ewig, bis die Tinte hier bei dem Papier trocknet. Und da sieht man dann hier schon eine Schattierung, was man dann aber, naja, auf normalem Papier nicht so sieht. Hier, also ich finde, die schönste Schattierung ist hier dann mit der 0,8 Stub Online Feder. Da sieht man dann auch wieder, ja, eine noch schönere Schattierung. Und hier bei den 3 Durchgängen kommt wieder klar heraus,
Das hier ist wieder der erste Durchgang. Da hat man ja, eins für den ersten Durchgang und das ist heller als hier bei dem dritten Durchgang, wo dann drei Striche übereinander sind. Da ist dann wieder dunkler geworden. Hier bei dem Tome River Papier, wenn es getrocknet ist, da sieht man dann, hat man dann auch wieder hier so ein, ja, es geht vom hellgrün ins wirklich dunkelgrün hinein, schwarze, na gut, ich würde sagen, ja, so ein richtiges schwarzes Forestgrün, also hier ordentlich, ist ein kräftiges Dunkelgrün, also von hellgrün in dunkelgrün geht es dann über. Also das Hellgrün ist dann hier, ist dann wahrscheinlich wieder der Goldanteil in der Tinte. Also deswegen Alt-Goldgrün. Also es geht von hellgrün ins dunkelgrün und das ist dann hier auch schön in der Schattierung zu sehen. Hier kommen wir jetzt zum zweiten Durchgang. Und man sieht, ja, hier auch auf den Rhodierpapier dauert es auch wieder ein bisschen länger mit Trocknen. Deswegen schieben wir das nochmal zur Seite. Und gucken uns hier auf dem Oxford-Papier an. Das ist ein 90 Gramm pro Quadratmeter Optik-Paper, wie sich da die Tinte verhält mit verschiedenen Strichstärken wieder und wie das Ganze jetzt hier im Schriftbild aussieht. Hier in diesem Teil habe ich eine Online 1,4 Stubb-Feder benutzt. Die ja, ist dann auch wieder schön. Sie schattiert hier auch leicht auf dem Papier. Man sieht hier, dass ja, dann auch wieder dunkle und helle Anteile von der Farbe sind. Hier bei der Feim vom Kaweco Sport, da würde ich sagen, hier auf dem Oxford-Papier. Da schattiert es ganz leicht, aber sie schattiert auch auf dem Papier. Bei dem Medium Online sieht man hier wieder eine wunderschöne Schattierung von dem, von der Farbe. Und hier bei der Breiten von Kaweco, wo auch ordentlich Tinte rauskommt, da sieht man auch, dass die dann hat hier dann doch schon so einen mehr dunkleren Anteil, aber sie schattiert hier auch schön leicht. Also vom das ist jetzt hier so ein rein weißes Papier. Und da möchte ich mal behaupten, kann man das sehr gut sehen. Also das Auge vom Lesen her ist angenehm, außer hier bei der Fein Kaweco Sport Classic Feder. Da hätte ich jetzt Probleme, wenn ich jetzt einen Langtext hätte. Das hier, naja, ist mir vielleicht ein Tuck zu hell. Und wenn ich jetzt einen längeren Text damit schreiben würde und den lesen müsste, weil das halt dünn ist, der Strich, und dabei nicht so viel Tinte hier drauf kommt. Die Tinte so hell ist, naja, strengt das meine Augen ein bisschen an. Aber hier mit der satten Medium-Feder oder hier der breiten Feder oder halt Stubb allgemein, sieht halt der Text, die Farbe richtig schön aus. Aber hier, wenn ich jetzt einen Füller habe, der, naja, nicht so viel Tinte ausspuckt, also der jetzt nicht so fließfreudig ist, da würde ich dann doch eher, ja, von abraten, also ich bräuchte hier schon bei der Tinte, damit auch ein toller Sheen kommt, würde ich dann doch eher einen bevorzugen, der jetzt ein bisschen, ja, ein bisschen satter schreibt, damit ein bisschen mehr Tinte auf das Blatt Papier kommt, die Tinte dann auch ein bisschen dunkler wird und dann auch ein bisschen angenehmer ist für die Augen. So, kommen wir jetzt zum dritten Durchgang. So, wir haben hier, muss ich aufpassen, damit ich hier die Tinte nicht verwische. Wir haben hier die Farbe Grün. Der Inhalt des Fässchens sind 50 Milliliter. Der Preis waren hier im Laden 6 Euro. Es gibt keinen Schimmer, also es ist keine Schimmertinte, also wo Glitzerpartikel drin sind. Dann, es hat auch kein Durchbluten, also so das, was man jetzt hier sieht, was sich hier schon leicht andeutet, wenn, wenn ordentlich Tinte draufkommt,
Hier, dann blutet sie natürlich durch, aber hier von der Schrift blutet sie halt überhaupt nicht durch. Also beim normalen Schreiben gibt es kein Durchbluten. Und das Leuchtturmpapier, wie gesagt, da sieht man das hier auch nur, wo richtig viel Tinte drauf ist. Aber das passiert ja im normalen Schreiben nicht. Deswegen kann ich sagen, es blutet nicht durch. Jetzt gucken wir uns einfach mal die Zeit an, wie sie braucht zum Trocknen. Also machen wir mal jetzt hier. 23. Das wären 5 Sekunden. Wären 10. Und hier sind wir bei 15. Also irgendwo zwischen 10 und 15 Sekunden braucht die Tinte zum Trocknen. Wenn man sich die Tinte jetzt hier betrachtet, da gibt es ja manche Tinten, die ausfransen. Also quasi, also hier, wo ich den Tintentest gemacht habe, da habe ich dann das Buch bewegt. Das heißt, beim Bewegen habe ich das ein bisschen geschüttelt. Und deswegen sind hier die eigentlich runden Tropfen, sind dann hier so ein bisschen ausgefranst. Das ist aber dem geschuldet, dass ich halt das Buch bewegt habe. Normalerweise werden die jetzt kreisrund getrocknet. Und das könnte jetzt beim Ausfransen auch mit der Schrift passieren. Also, dass die Tinte dann hier auf dem Papier ausfransen würde. Aber das ist hier auch nicht passiert. Das heißt, die Tinte franst nicht aus. Also auf den Papieren, wo ich es getestet habe, kein Problem, franst nicht aus. Und weil die Tinte hier immer noch nicht getrocknet ist, gehen wir hier über zum Kopierpapier. Hier habe ich 80 Gramm pro Quadratmeter Kopierpapier. Das ist Every Copy Prestige 100% recycelt. Also es ist ein Recyclingpapier, aber es ist ja, Papier in der mittleren Preisstufe. Also war jetzt nicht das allerteuerste und nicht das allerbilligste Papier. Und also das ist mein normales Druckerpapier, was ich jetzt gerade drin habe. Da sieht man auch, hier gibt es auch kein Ausfransen drin. Und ja, verhält sich halt auch schon, dass selbst auf dem Kopierpapier haben wir hier ein leichtes Shading drin. Also jetzt hier zum Beispiel bei der extra fein auf jeden Fall, da haben wir wieder einen hohen Tintenfluss. Bei der fein vom Kaweco Sport Classic, naja, mit viel Zutun würde ich jetzt hier auch ein leichtes Shading ja, sehen, aber eigentlich, naja, geschenkt. Bei der Medium ist wieder Shading da, bei der Breiten auch wieder und bei der Stub sowieso. Und hier sieht man auch wieder bei den Tintenklecksen, dass ich hier so ein Gelb-Grün-Gelb habe, so ein helles, was dann hier auch wieder beim Trocknen zu einem schönen Dunkelgrün, ja, Dunkelgrün wird. Das ist schattiert von so einem Gelb-Grün zum Dunkelgrün, sieht man ja auch wieder bei dem Tintenklecks. Also ist eine richtig gute Farbe und für 6 Euro auf jeden Fall ein Kauf wert. So, dann mache ich hier noch ein Ink Eraser, also hier ein Tintenkiller-Test. Ja, und was noch ganz wichtig, also für mich finde, wie sieht es aus mit der Haltbarkeit der Tinte und Wasser aus? Also hier ein H2O-Test.
Da gehe ich gleich mit einem Wattestäbchen drüber. Und was noch interessant ist, ist ein Test mit dem Textmarker. So, probieren wir jetzt hier den Tintenkiller aus. Passiert was? Ja, die Tinte wird ein bisschen heller, aber ansonsten, und es verschmiert ein bisschen, aber ansonsten passiert da eigentlich nichts. Beim Textmarker habe ich hier so ein Stabilo Boss Original, also so wie man den im Büro zum Beispiel bekommt. Interessanterweise würde ich mal behaupten, dass die Tinte jetzt hier überhaupt nicht verschmiert. Also vielleicht ein Müh verschmiert sie, aber ich kann hier mit dem Textmarker kann ich gut über die Tinte drüber gehen. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, weil die meisten Tinten, die jetzt so gut fließend sind, weil diese Tinte fließt richtig gut. Wenn man da jetzt mit so einem Textmarker drüber geht, dann verschmieren die wieder, aber hier überhaupt kein Problem. Würde ich hier gerne noch ergänzen, der Flow, also der Tintenfluss, würde ich sagen, ist 4 von 5, also richtig gut. Und das Shading, also die Schattierung, sind auch 4 von 5. So, für den Wassertest, damit hier mein kleines Büchlein nicht einsauert, lege ich mal hier so ein Küchenpapier drunter. Nehme dann hier einen Wattestab, also ein Q-Tip, ab mit rein ins Wasser und drücke den jetzt hier so ein bisschen an der Wandung des Glases ab und gehe dann hier mal drüber. Also man sieht, wasserfest ist er nicht, aber man kann sie immer noch lesen. Also wenn ich jetzt wahrscheinlich noch weiter mit dem Wattestäbchen drüber gehen würde, könnte ich sie wahrscheinlich wegradieren, aber man sieht das auf jeden Fall am Papier, dass da vorher was war, weil dann würde ich das Papier hier auch aufweichen. Aber sie verblasst hier schon, also wasserfest, würde ich sagen, ist sie nur bedingt. Während diese Farbe hier immer noch trocknet, schauen wir uns mal an, wie es jetzt ausschaut. Gibt es da Farben, wo man jetzt das Ganze vergleichen könnte? Wir haben hier die Roronklinger Altgoldgrün. Demgegenüber gibt es von KWZ Green Gold Number 2. Die ähneln sich jetzt, also ich würde sagen, diese hat hier noch so einen Stich mehr ins Grüne hinein. Und ansonsten, die schattiert hier auch richtig schön. Aber ich würde sagen, die Rohr und Klinger ist ein bisschen, so vom helleren Typ her, so in das Goldgrüne ein bisschen mehr rein, wobei die KWZ hier mehr in das Grüne hineingeht. Dann habe ich hier noch eine Noodlers Army Green. Die schattiert hier auch richtig schön. Die hat hier auch so eine Ausprägung ins Helle hier mit hinein beim Schreiben. Also die schattiert hier auch sehr schön. Und die wird hier mehr so in das Goldene hineingehen, also in das Grün-Goldene. So, mittlerweile ist die altgoldgrüne Roronklingner-Tinte hier auch auf dem Rhodia-Papier getrocknet. Und wie ihr seht, ist hier auch wieder ein schönes, helles Grün, was dann hier auch in ein Dunkelgrün übergeht. Also es ist eine durchweg schöne Tinte und ich kann sie euch nur wärmstens ans Herz legen. Ja, wenn euch das Review gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Ich freue mich immer darüber. Und falls ihr noch Fragen habt, schreibt es bitte in die Kommentare. So, macht's gut, ein frohes Osterfest. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, alles Liebe, alles Gute. Ciao.